Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. Boom! So, wir sind gerade am Weg zum Sägewerk. Aber keine über der Eisenbahn. Solange kein Zug kommt. Ja, auf was das Auto gehört. Gehören Eli und seiner Whitehair-Miliz. Die sind schwer bewaffnet und Außenseiter nicht gerade freundlich gestimmt. Genau mein Geschmack. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von Eli gehört. Ist wohl gegen Jacob Seed in den Krieg gezogen. Hab nur was von meiner Nichte Jess gehört. Sie meinte, die Sekte hätte das Sägewerk in ein Gefängnislager verwandelt. Fang am besten dort an. So, wo müssen wir hin? Geradeaus. Ach, das ist wieder ein Außenposten. Alles klar. Das heißt, wir haben es wieder schwer. Zwei. Dann suchen wir uns mal eine höher gelegene Position. Vielleicht steht da den Wasserturm. Schlecht. Das da ist auch schlecht. Und was ist der Rest? Das sind, seid sicher nicht nur ihr drei. Oh, jetzt aber schnell. Scheiße. Futter. Teilte sie entsprechend ihre Eigenschaften auf. Er beseitigt die Kranken, die Minderwertigen und die Schwachen. Er handelt ohne Mitleid oder Empathie. Wir sind wie der Bauer. Das ist wir düngen die Herde aus. Mist. Nicht so einfach, die da zu treffen. Vor allem ohne, dass die anderen das mitbekommen. Schon mitbekommen. Shit. Haben es natürlich sofort mitbekommen. Okay, das war nur der eine Alarm. Gesehen.
Da ist noch einer. Aber wenn ein Bauer Tiere züchtet, teilt er sie entsprechend ihrer Eigenschaften auf. Er beseitigt die Kranken, die Minderwertigen und die Schwachen. Er handelt ohne Mitleid oder Empathie. Wir sind wie der Bauer. Wir dünnen die Herde aus. Sprengstoff marschieren, damit wir dann auch loswerden. Oh oh. Okay. Nur noch der Sniper und der Dicke. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Mann, das hat er einfach rausgehalten. Und sehr scharfschützig sind. So. So, mal erledigt. Nur der da unten das Problem. Aber zu kurz. Verdammt. Wir haben ihn verloren. Boom. Stört ihn leider nicht sonderlich. Ist ja nicht mal. Hohoho, okay, mit dem geht schon was. Wobei der hat ja vorher schon ein bisschen kassiert gehabt. Mist, ohne Gott haben wir es leider nicht geschafft. Aber zumindest den Alarm. Sägewerk erobert. Jetzt haben wir den letztlich noch einmal meinen Fuß gefasst. Wir könnten Peggys in diese Käfige stecken. Du hast ein echt großes Herz. Kannst kaum fassen, dass diese Wichse dort Gefangene gehalten haben, die nur auf ihre Indoktrinierung gewartet haben. Danke, dass du Jess da rausgeholt hast. Meine Nichte ist zwar echt knochenhart, aber sie hat ständig Ärger. Könntest du für mich nachsehen, wie es ihr geht? Jo, erstmal gucken wir, wie es unseren Waffen geht. Ach, MS-16. MS-16 Trooper. Okay, es hat ein bisschen mehr Genauigkeit, also ein bisschen eine bessere Handhabung, ansonsten sind die beiden gleich. Schaden im Gegensatz zu den da. 8,5. Ach ey. 5 hat mein Sniper schon, das heißt, das kann ich wirklich gebrauchen. Hui. Du hier. Gleich. Was ist da der Unterschied? Was ist da der Unterschied zwischen solchen Waffen? Das ist ein Igel. MP5 kurz. MP5 normal. MP40.
Warte, dann schau ich einfach drauf schon. Vom Haus aus. Gebt's mir das da und ich mache alle fertig. Fettes Maschinengewehr. Viel Damage auch. Schleuder. Rakete kann man damit steuern. Hier natürlich nicht. Flammenwerfer. Gut. Gibt's nicht wirklich was. Mehr brauche ich nicht. Wo zum Teufel kommst du denn her? Danke, dass du mich rausgeholt hast. Kein Problem. Ich bin Jess. Wenn du dich hier draußen mit der Sekte anlegst, dann kennst du bestimmt schon meinen Onkel Dutch. Pass auf, ich habe nicht viel Zeit, also komme ich gleich zur Sache. Ich war einem von Jacobs Fanatikern auf der Spur. Nennt sich der Koch. Ja, klingt nicht so gefährlich, was? Aber glaub mir, das ist ein kranker Typ. Hab ihn fast erwischt, aber eine Peggy-Patrouille hat es auf mich abgesehen. Ich brauche deine Hilfe. Diese Spur darf nicht kalt werden. Wenn du dich den Whitetails anschließen willst, ist das deine Chance. Und viel wichtiger, du hilfst dabei, ein übles Arschloch unter die Erde zu bringen. Wir müssen. Schon zu viel Zeit verschwendet. Mir nach. Hier lang. Na dann, los. So viel zu schnell. Ich gehe schneller, als du joggst. Siehst du? Seine Visitenkarte. Unschuldige, bei lebendigem Leib verbrannt. Oh. Isila oder was? Kommt mir bekannt vor. Die verdammte Sekte krallt sich jeden. Die zerren dich aus deinem Haus, aus der Bar, sogar aus der Kirche. Denen ist egal, wo du bist. Sie stecken dich in eine von zwei Schubladen. Schwach oder stark. Jacob baut sich eine Armee auf. Und jeder, der nicht für ihn kämpfen kann oder will, ist so gut wie tot. Die Herde ausdünnen, nennt er das. Massenhinrichtung Unschuldiger. Alle dachten, das wäre nicht wahr, weil es keiner glauben wollte. Tja, wer will sowas schon glauben? Pfeil und Bogen. Oho, Feuerpfeile. Einen überlasse ich dir. Du brauchst zu lang. Feuerpfeile. Coole Idee. Hier brennt hier jetzt wieder alles. Und es ist nicht gerade unauffällig. Und dann ist da noch der, nach dem wir suchen. Der Koch. Er ist einer von Jacobs Lieblingen. Der Koch hat Jacob den ganzen Quatsch abgekauft. Aber jetzt kriegt der Wichser, was er verdient hat. Keine Sorge, diesmal bist du nicht allein unterwegs. Okay, ich habe schon mal vier entdeckt. Mal schauen. Vorsichtig. Der Dicke da hinten ist natürlich ein Problem. Shit, ich kann ihn irgendwo sehen. Aber dafür ein paar Eingesperrte. Behandelt Menschen wie Tiere. Eingepfercht in Käfigen. Das noch. Scheiße, nicht so mit dem Schleichen, was? Doch, habe ich. Man hat sich noch nicht entdeckt. Man hat nur gemerkt, okay. Wurden zwei ausgeknipst. Die Sonne ist hinter dir! Hör
Schluss damit, Kumpel, ich habe heute genug gejagt. Siehst du, wie das geht? Dass die mich entdecken, dafür kann ich ja nichts. Oder dass die merken, dass ich einfach ihren Typen erledigt habe. Danke, ganz ehrlich. Vielleicht lassen sie. Danke. Ich würde mir die Radieschen von unten ansehen. Noch mehr von uns. Der Koch. Dank. Er hat die anderen auf den Berg gekocht. Oh Gott. Keine Sorge, wir holen uns. Du bist besser als die meisten. Willst du wissen, warum sie ihn den Koch nennen? Ja, alle anderen verbrennt. Vor ein paar Jahren hat Jacob einen seiner Leute losgeschickt, um eine Familie abzuholen. Eltern und Kinder. Als erstes hungerte er sie aus. Gab ihnen nichts. Noch nicht mal Wasser. Nach 3 Tagen waren sie so durstig, dass sie ihre eigene Pisse trinken mussten. Aber die Kinder wollten nicht. Also haben die Eltern sie gezwungen. Sie haben es gleich wieder ausgekotzt. Das gefiel dem Koch nicht. Also hat er die Eltern an Pfählen in der prallen Sonne aufgehängt. Warte, ich glaube, ich habe was gehört. Das habe ich auch gehört. Okay, ich sehe mal 4. Die werden sie hinrichten. Geh vor. Ich halte dir den Rücken frei. Denk das dran, ist ein Sniper. Wenn sie uns sehen, sind die Leute sofort tot. Ja. Sniper ist schon mal ausgeschalten. Bleiben noch 4, soweit ich das sehen kann. Wir gehen nicht laut rein, ich kann einmal übrig von denen. Aber halt die Augen offen, dass ich ihn übersehen habe. Ruhig, ruhig, ruhig. Jetzt nicht. Wenn du schießt, preise den Herrn. Danke, Deputy. Ganz schlechte Idee, Mäuschen. Oh Gott, der Koch hat die anderen in die Grube gebracht. Ist der Letzte. Ach ja, der war ja da oben. Bitte, ich wünschte, ich könnte mehr für dich tun. Deputy, oder? Kennt überhaupt irgendjemand meinen Namen? Kennen wir ihn überhaupt selbst? Jacob hat dich also immer noch nicht erwischt, ja? Nö. Der Koch hatte also Eltern an Pfähle gebunden und wollte den Kindern etwas Wasser geben. Und dann fragte er sie, ob sie Hunger hätten. Verhungern sagten sie ja. Begann um Essen zu betteln. Ob sie Schweinefleisch wollten, fragte er. Was wollten sie? Also ging er zu den Eltern raus, zog ihnen die Schuhe aus und begann, das kleine Schweinchen ging auf den Markt zu spielen. Und das Blut floss in Strömen. Der Koch grinste breit, als er den Kindern die Stückchen hinhielt. Jupp. Das ist krank. Aber das gleiche können wir mit ihm machen. Hm? Was hältst du davon? Wir machen es nur ein bisschen langsamer. Und mit Adrenalin. Bald waren keine Schweinchen mehr übrig. Also lachte er. Zündete die Eltern an. Die Luft füllte sich mit dem süßlichen Geruch von brutzendem Fleisch. Ich werde diesen Geruch nie vergessen. Ach, du warst dabei. Als sie endlich zu schreien aufhörten, sah ich
mich um und er war einfach weg. Verschwunden. Wie eine Katze in der Nacht. Naja, deshalb nennen sie ihn jedenfalls den Koch. So, na gut, Freunde, aber damit nach dieser rührenden Gute-Nacht-Geschichte endet es auch unser Part. Irgendwo schießt da draußen mit irgendwas mit rum. So. Und im nächsten Part bekommt der Koch was zu essen. Eventuell sich selbst. Bis dahin sage ich wieder danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.